So, ihr wundert euch jetzt vielleicht, warum ist es denn jetzt schon so weit mit dem Gefängnis? Warum sind jetzt plötzlich Räume da, die am Ende der letzten Folge noch nicht da waren? Ja, das kann ich euch erklären. Und zwar war das relativ dumm gelaufen, denn also mir ist die Festplatte vollgelaufen. Und ich habe es leider erst so nach 10 bis 15 Minuten bemerkt. Und habe da immer fleißig weitergebaut und weitergelabert. Und ja, Fraps konnte halt nicht weiter aufnehmen, hat die Aufnahme dann an der Stelle abgebrochen, als die Festplatte voll war. Und ja, aber es ist echt Wahnsinn, als ich da mal die ganzen Fraps-Quellen, also die Fraps-Videodateien gelöscht habe. Ist mir dann mal aufgefallen, dass das insgesamt, also von allen Let's Plays zusammen, schon über 1,5 Terabyte waren. Das war schon heftig. So, dann mal kurz zu dem, was ich jetzt noch so rekonstruieren konnte von meinem Gelabere, das nicht mehr ins Video gepasst hat, von der letzten Folge, was denn noch passiert ist zwischenzeitlich. Also, ich habe Wachen eingestellt und zugewiesen. Mit zugewiesen meine ich hier über den Deployment Screen. Genau, ich glaube hier vorne die Wache war das, glaube ich. Weiß nicht, die anderen hatte ich ja schon. Glaube ich. Hab kurz erklärt, dass wenn einem Raum keine Wache zugeteilt ist oder eine Wachzuteilung nicht erledigt, nicht bedient werden kann, weil nicht genügend Wachen da sind, dann ist das Icon so grau. Und ansonsten, wenn eine Wache der Position zugeteilt ist, dann wird das Icon blau, so lila blau. So, dann. Entschuldigung, ich habe eben gerade noch ein Ei verspeist. Das hängt mir so ein bisschen im Hals. So, dann habe ich ein paar Köche eingestellt. Oder zumindest einen, also. Ich habe jetzt insgesamt 4 Köche. Weiß nicht mehr, wie viele Köche ich am Ende der letzten Folge hatte. Auf jeden Fall Köche eingestellt. Hab noch einen weiteren Doktor eingestellt. Hab hier oben das Medical Ward, also die Infirmary, gebaut. Hab dort Betten, also Krankenbetten reingestellt. Ich zoome mal gerade ran. Oh, nee, nein, was tue ich denn? Das war mir jetzt aber auch gerade neu. Keine Ahnung, was ich da mache. Also habe Betten reingestellt, noch eine Ärztin eingestellt. Dann wurde die neue Ärztin dann direkt mal hier bei ein paar Ausschreitungen zusammengeboxt. Die andere Ärztin ist derweil da oben hingeflüchtet irgendwo, ist da oben rumgegurkt. Ich habe einen Psychologen eingestellt und habe deshalb jetzt einen Cashflow von minus 92 Dollar. Ich wollte einfach nur mal schauen, ob man mit einer Buchhalterin auch jemanden einstellen kann, den man sich eigentlich gar nicht leisten kann. Genau, ich habe noch die Bedürfnisse der Gefangenen erklärt, und zwar hier bei Needs. Das hier oben, das ist immer so die Anzahl der Gefangenen, glaube ich zumindest. Grün bedeutet, ist das Bedürfnis befriedigt, gelb, ja. Sollte man langsam daran denken, was zu machen. Bei Orange wird es schon langsam kritisch und Rot, da flippen die Gefangenen fast aus, da sind sie richtig unzufrieden, wenn sie hier nicht aufs Klo können, wenn sie nicht, ja, das beides, glaube ich, glaube, das ist klein und das ist groß, glaube ich, oder umgekehrt, keine Ahnung. Wenn sie nicht schlafen können, wenn sie nichts zu essen haben, wenn sie ihrem Sauberkeitsbedürfnis nicht nachkommen können, wenn es nicht komfortabel genug ist und so weiter. Freedom, obwohl es ein Gefängnis ist, wollen scheinbar nur sehr wenige Gefangene wirklich frei sein. Was vermute ich mal an den Fernsehern, den Trainingsgerätschaften und so weiter liegt. Ja, Recreation, was war das noch? Ah, das war eigentlich auch das. Das hat auch was mit den Fernsehern zu tun. Irgendwie Erholung oder Entspannen oder sowas. So, ich habe hier die Zeiten etwas umgestellt. Die hatten ja vorher, hatten die gar kein Frühstück. Ich habe den jetzt von 7 bis 8 Frühstück.
Danach dusche, dann mal gar nichts eine Zeit lang. Die haben gar keine Freetime, fällt mir gerade auf. Mache ich gleich mal noch hin. Gar nichts, dann gibt's wieder Essen, dann geht's ab auf den Hof. Dann, weil sie auf dem Hof waren, wieder duschen und danach noch 3 Stunden essen. Jetzt mache ich hier immer noch ein bisschen Freetime vorm Sleep. Und hier auch. Alles zugleistern. Ah, lieber nicht. Nicht alles zugleistern. Sondern so. Also, wie gesagt, ich weiß immer noch nicht, was der Unterschied zwischen Nothing und Freetime ist. Ja, hab hier noch ein paar Dinge erforscht. Hier den Hausmeister und den Vorarbeiter. Ich weiß nicht mehr, ob das vorher schon, ob ich soweit schon war. Und hier beim Klonen und beim Hausmeister bin ich halt noch dran. War sonst noch was? Nee, sonst war's nix mehr. Gut, dann können wir jetzt wieder weiterspielen. Würde ich sagen. Jetzt eine Sekunde noch. Ich habe vergessen, die Stoppuhr einzustellen. Ich lasse mich immer noch eine Stoppuhr nebenher laufen, damit ich ungefähr weiß, in welcher Folge ich gerade bin. Einfach hauptsächlich für mein Interesse. So, was brauchen wir denn noch hier, um das Basic Detention Center, die Basic Detention Center Quest abzuschließen? Ein Ja, dein Hof. Das ist eigentlich kein Problem. Gerade mal noch mal gucken hier. Prisoners. 16. Fast alle davon in Haft, quasi in. Ach, ich muss schon wieder den CEO-Letter lesen. Das ist irgendwie immer. Das wird nicht gespeichert aus irgendeinem Grund. Am Anfang war es auch mal so, dass die Quests nicht gespeichert wurden. Das war auch ganz lustig. Aber gut, sind alle heile. Wunderbar. Wie sieht's hier aus mit der Evaluation? Ja, gut, es gab schon eine schwere Verletzung. Aber ob das jetzt in dem Zeitraum war, wo ich nicht auf, wo das Video, wo Fraps nicht weiter aufgenommen hat, das weiß ich jetzt gerade nicht. So, wo mache ich denn den Yard hin? Ist alles ein bisschen dunkel hier. Yard. Direkt neben die Küche. Könnte man eigentlich tun. Oder einfach hier so ganz plump in die Mitte. Weiß nicht. Ja, komm, neben die Küche und fertig. Machen wir hier noch einen Zaun hin. Was eigentlich sinnfrei ist, aber ich will da jetzt einen Zaun drin haben, sonst gammeln die wieder hier drin rum und fertig. Und das ist dann, und fertig, ja. Und, das mag ich nicht. Hier 20, da haben sie 18 Platz, auf Dienstag 19 Platz, das reicht eigentlich vollkommen aus. Wie haben wir hier? Also, insgesamt 19, nochmal 3 weg, da haben wir 16. 16 statt 8. So. Ist der Eingang auch groß genug? Ah, was ich auch noch machen wollte, war die Dusche hier mal ein bisschen verschönern. Genauso wie hier die Küche. Sieht alles ein bisschen arg versifft aus, ne? Ach, ich brauche noch einen. Da so ein Vorarbeiter brauche ich noch. Weil. Wo war's? Hier. Weil diese Striche hier, die bedeuten, also diese 3 Dinge werden hier von dem erforscht. Hier diese beiden werden von dem erforscht und das wird quasi von dem erforscht, aber auch von dem irgendwie. Also irgendwie ist nicht wirklich konsistent, aber auf jeden Fall brauche ich den, damit diese Dinge erforscht werden. So. Ja. Was wollte ich? Ach genau, die Küche noch etwas verschönern. Oder habe ich das gerade schon? Habe ich gerade schon. So, die Kantine kann man eigentlich auch etwas schöner gestalten. Marble Tiles. Ja, sind die neu? Marmorplatten.
Ja, komm, Marmor. Es gibt doch Metallboden. Krass. Ich habe mir die Böden noch nie so richtig genau angeguckt. Sondern immer nur so sporadisch. Das war dann hier auch noch. So. So. Gebiet hier ist abgesteckt. Würde ich sagen, hier Road ein Teil. Ein Teil Road. Straße und ein Teil Gras. Wobei, um die Road hätte ich gern ein bisschen Gravel. Was ist denn das hier? Ach, da ist schon Gras. Wildwuchs. Gravel habe ich gesagt, ne? So, hier ein bisschen Gravel. Kleiner Gravelweg. Gravel Pit. So, Bäumchen, Bäumchen. Ein Bäumchen hier, ein Bäumchen da, ein bisschen versetzt. So. Und ein Sprinkler hier an die Seite. Dann brauchen wir hier für den Sprinkler, der braucht natürlich noch eine blöde Wasserversorgung. Ah, falsches Rohr. So. Wunderherrlich. So, Zeit noch mal ein bisschen schneller ablaufen lassen. In 2 Stunden kommen schon wieder weitere Gefangene. Ich bin mit den Gefangenen hier schon fast überfordert. Aber egal. Köche sammeln Essen. Weil das Essen aus... Ah, das ist Gras. Zusammengerolltes Gras. Schade, dass das Essen nicht wirklich bis quasi hier in den Vorratsraum geliefert wird. Vorher war das, glaube ich, mal so, dass Essen auch in den Vorratsraum geliefert wurde. Jetzt scheinbar nicht mehr. Dann würde ich sagen, brauchen die eigentlich noch einen weiteren Zusatzeingang, damit die nicht immer so lange brauchen, um das ganze Essen zu holen. Ich muss noch eine Wache einstellen. Geht's noch? Geht's noch? Ja, gut. So. Nein, wo rennst du denn hin, du blöde Wache? Wache? So. Und die soll dann bitte vor der Tür stehen. Bleiben. In der Hoffnung, dass die dann nachher die Türen immer öffnet. Gut. Oh je. Neue Gefangene. Gefangene. Da kommen sie. Nicht dabei? Keine Ahnung. Nein. Bin nicht dabei. Als nächstes kommen 13 Gefangene. Das ist dann nicht mehr so cool. Wo sehen also die Marmorplatten aus? Okay, die... Marmor? Bin ich eben auf Marmor gekommen? Ich habe keine Ahnung. Marble, und da heißt das nicht Marmor? Doch, Marble heißt doch Marmor. Ja. Hm. Oh, ist der Yard in der Mache? Ich kann eigentlich schon mal deklarieren als Yard. Das ist nämlich, glaube ich, keine... Voraussetzungen, außer dass er hinter einer Tür sein muss. Bing! Und eine gewisse Größe haben muss. Eigentlich muss er hinter einer geschlossenen Tür sein. Hier ist offen. Aber es zählt trotzdem als geschlossen, weil ich ja hier um den kompletten, ja, um das komplette Grundstück rum einen Zaun habe mit 2 Türen dazwischen. Also eine Tür hätte auch gereicht, aber die 2 Türen, die machen es halt aus. Laber ich eigentlich für eine Scheiße heute? Ja, ist Montag halt, ne? Oh, nackte Männer. Oh. Nee, die 2 Türen sind einfach als eine Art Schleuse gedacht. Falls ich einen Fluchtversuch mal zu spät bemerken sollte, zum Beispiel. So, ich brauche noch ein Büro für den einen Heini da. Ja, was ist denn? Ja, es gibt doch gleich Essen, oder? Gibt's gleich Essen? 10?
AM? Nein, es gab doch eben erst Essen. Warum waren die denn nicht essen? Warum zur Hölle steht der hier vor der... Ah, wie es mich ankotzt. Dass die da nicht einfach da unten rumlaufen können. Das ist echt blöd. Scheiße, wie viele von denen haben denn noch Hunger? Es sind nur 16% gefüttert. Oh, fuck. Ich sollte hier in die Küche... Warum habe ich denn hier so viel Platz? Was habe ich denn da gemacht? Keine Ahnung. Irgendeine Scheiße gebaut wahrscheinlich. Einen Mülleimer hinstellen, damit der Müll nicht so mitten in der Küche rumsteht. So. Ach, da unten fehlt noch das letzte Verbindungsstück. So. Mann! Verdammt! Er ist gelangweilt. Ja, toll. Was mache ich denn jetzt? Was ist denn, wenn ich einfach hier die Wand abreiße? Oder hier als einfach wirklich nur die Wand? So, wenn ich hier die Wand abreiße, können sie dann auch da durchgehen? Das wäre echt cool. Ich meine, der Bauarbeiter läuft auch da durch. Freizeit. Die meisten gehen in der Freizeit immer schlafen, ist mir mal aufgefallen. Freizeit und Toilette. So. Bisschen Geschwindigkeit. Aber nur 16 Leute, das gibt's doch gar nicht. Tja, ne? Was ich auch ein bisschen kurios finde, ist, dass... Kann man den da rumschicken? Nee. Dass alles Personal hier so die Sicht aufdeckt, aber der Psychologe nicht. Der verschwindet manchmal in seinem Büro im Schatten. Ja, Mann. 1 p.m. Wann gibt's wieder Essen? Es ist doch jetzt Essenszeit gleich. Ja. Und? Jetzt! So. Ja! Sie laufen da durch. Ja! Boah, ich hab die Wege für die Köche verkürzt. Weil die Wachen nicht mehr die Türen aufsperren müssen. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Jetzt geht das Ganze etwas schneller. Eigentlich könnte ich diese Tür auch wegmachen. Ich mach die Tür jetzt weg, mir reicht's. Ich kann da theoretisch zwei von den Türen hinsetzen. Wenn die andere mal weg ist. Weil das Essen servieren dauert auch noch zu lange. Was? Habe ich da gerade richtig gesehen? Haben die... Oh, ich habe das Licht hinten dran abgebaut, gell? Haben die Köche gerade durch die Wand das Essen dahingestellt? Interessant. Gut, in der Küche brauchen wir jetzt keine Wache mehr. Die kann dann dahin. So. Ja, es sind schon 25 gefüttert. Und es ist immer noch so viel Essen übrig. Warum? Na gut, ja, weil da hinten noch einige